Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Heute zeige ich euch mein zweites Experiment mit der Alpaca Vibes Wolle. Sehr interessante Wolle, zeige ich euch gleich noch genauer. Ich hatte die vor ein paar Tagen schon mal in dem Video. Super interessant, es ist so ein dünner Verlauf, der mit einer Fünfernadel gehäkelt wird. Und dann sind da so ganz wuschelige Abschnitte drin, hier in Gelb, sonst das Ganze in so einem ganz hellen Puderton. Ich habe das jetzt einfach hier mit einer Luftmaschenstruktur gehäkelt. In dem ersten Video hatte ich das Ganze einfach in halben Stäbchen, das war ein bisschen schwieriger. Das hier ging jetzt wirklich sehr gut von der Hand und wie ich es genau gemacht habe, seht ihr natürlich jetzt. Ganz, ganz viel Spaß! Und hier ist, wie angekündigt, die Alpaca Vibes Wolle nochmal. 50 Gramm, 95 Meter. Ich hatte ja schon mal mit der gehäkelt, da tatsächlich einfach ganz normal in Reihen. Und dieses Mal versuche ich das Ganze mal als Dreieckstuch mit Luftmaschenketten. Wir haben hier 40% Alpaca, 37% Polyacryl, 20% Wolle und 3% Polyester für 5er Nadeln. Farbe ist die Nummer 6. Das ist so eine Mischung eben aus diesem leichten Lachston und dem Gelb. Das Gelb ist hier eben immer diese etwas dickeren Teile. Das lässt sich tatsächlich gut mit der 5er Nadel häkeln. Ich hatte ja erst gedacht, die könnte zu groß sein, aber das funktioniert tatsächlich sehr schön. Ich starte jetzt hier mit dem magischen Ring, schlage 5 Luftmaschen an. 3, 4, 5. Und häkel dann eine feste Masche hier tatsächlich in den magischen Ring hinein und habe dann meine erste Reihe schon geschafft. Ich ziehe das Ganze dann einmal zu. So, hier an dem Faden ziehen, Ganzes zuziehen. Ich habe also hier diesen Bogen gehäkelt, der hauptsächlich aus dieser 5er Luftmaschenkette besteht. Ich schlage dann wieder 5 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5, einmal drehen und dann häkle ich hier eine feste Masche hinein, nehme 1, 2, 3 Luftmaschen und häkle dann hier außen ein halbes Stäbchen hin. So, das funktioniert tatsächlich gerade für mich besser. Ich bin gespannt, wie es so weitergeht. Ich hatte als ich das mit normalen Maschen gehäkelt habe, so ein bisschen das Problem, dass ich immer oder häufig eben dieses Gelb in den Maschen drin liegen hatte, also in den Maschenkörpern, und dass es deswegen nicht so schön gewirkt hat. Ich hoffe, es verteilt sich jetzt hier halt ganz gut auf die Luftmaschen. Ich starte also wieder mit 5 Luftmaschen. 5. Drehen. Und das Muster funktioniert jetzt grundsätzlich einfach so, dass ich immer 3er Luftmaschen häkle und dann feste Maschen hier einmal um diese Luftmaschenketten der Vorreihe herum und das Ganze eben mit einem halben Stäbchen beende. Also 3er-Ketten, halbes Stäbchen ergeben zusammen 5 und hier außen habe ich mit 5 angefangen, in der Mitte liegen dann 3er-Ketten. Und so geht es jetzt auch weiter. 1, 2, 3, 4, 5 drehen. Und dann habe ich hier die feste Masche liegen. Jetzt habe ich hier tatsächlich sogar auch in der festen Masche dieses Gelb liegen. Hier wirkt es jetzt allerdings nicht so krass gedrungen. Das war auch so ein bisschen das Problem. Vielleicht habt ihr das andere Video gesehen. Das war so ein bisschen unschön, hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Ich glaube, das entwickelt sich hier ein bisschen schöner. Wieder 3 Luftmaschen fertig. 1, 2, 3. Dann gibt es hier die nächste feste Masche. Da habe ich auch so ein bisschen das Problem, weil ich habe sie jetzt ganz gut hier rausgezogen bekommen. Noch 1, 2, 3. Und hier außen dann noch das halbe Stäbchen hin. Also bisher bin ich ganz zufrieden, so wie sich die Entwicklung hier so gibt. 1, 2, 3. 4, 5. Hier liegt es dann hauptsächlich in der Luftmaschenkette drin. Feste Masche häkeln, 1, 2, 3 Luftmaschen, dann hier einmal rüber. Und wieder 1, 2, 3 Luftmaschen, hier einmal rüber. 1, 2, 3, hier einmal rüber
Eins, zwei, drei. Und zum Abschluss dann noch das halbe Stäbchen häkeln. So, hat auch gut funktioniert. Hier besteht jetzt tatsächlich das halbe Stäbchen fast komplett aus dem gelben Anteil. Es ist einfach, weil ich hier so ein bisschen lockerer variieren kann, auch mit der Garnspannung, verteilen sich diese gelben Elemente hier jetzt angenehmer. 1, 2, 3, 4, 5. Drehen, hier wieder einmal herum. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, werden Dreier Luftmaschenketten, keine Fünfer. Das war einmal falsch. Da muss ich einmal zurück. So, hier. Außen häkle ich 5er Luftmaschenketten. So, eine Luftmasche habe ich da schon. 3, 4, 5. So, dann kommt hier eine feste Masche drumherum und dann 3er Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann hier feste Maschen. 1, 2, 3. Feste Masche. 1, 2, 3. Feste Masche. 1, 2, 3. Feste Masche gleich. Eins, zwei, drei und hier herum und ein halbes Stäbchen. So, ich habe jetzt ein paar Reihen gehäkelt. Ihr seht, das verteilt sich hier ziemlich schön. Ich werde es jetzt nochmal weiter häkeln. Ich gebe euch natürlich nochmal ein Update dazu. So, ihr Lieben, inzwischen habe ich hier ein Update für euch. Ich habe das Muster jetzt einfach immer weiter gehäkelt über das gesamte Knäuel. Das Tuch hat dadurch ungefähr eine Länge von 120 cm bekommen. Ich würde also empfehlen, auf jeden Fall ein zweites noch dazu zu nehmen, um wirklich eine schöne, große Länge für dieses Tuch zu bekommen. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde die Struktur mega cool. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Es ließ sich jetzt mit diesem Muster eben auch wirklich sehr, sehr schön häkeln, hat sehr viel Spaß gemacht, ging auch sehr schnell so von der Nadel. Also es ist auch sehr locker gehäkelt und auch so ein bisschen unregelmäßig. Also man erkennt natürlich die Netzstruktur, aber durch diese kleinen gelben Abschnitte, also beziehungsweise diese großen gelben Abschnitte, bekommt es eben so einen ganz, ganz eigenen Look. Mega interessant und eben sehr, sehr fluffig. Wenn man das dann so zusammenrafft, hat es dann auch einen sehr schönen Look. Also es liegt dann hier auch sehr kompakt so übereinander. Würde ich auch eher so fürs nächste Frühjahr so sehen. Also ja, vielleicht so ein oder zwei Monate dann noch liegen lassen. So für ab März kann ich mir das Ganze sehr gut vorstellen. Ich finde, es sind auch schöne Frühlingsfarben so in diesem Tuch so mit drin. Und ich habe jetzt hier tatsächlich traurigerweise das Ende des Knäuels eben erreicht. Und das tatsächlich hier so auf der so sehr mittig auf meinem Verlauf. Deswegen mache ich es jetzt einfach so, dass ich hier das Ganze einmal mit einer Kettmasche drum mache, hier durchziehe, hochziehe und dann rausziehe und das Ganze hier festziehe und den Faden dann tatsächlich hier direkt im Verlauf vernähe. Ich habe ja hier noch den Startfaden liegen, der wird natürlich auch vernäht und dann ist das Tuch auch schon fertig. Wie gesagt, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dieser Wolle. Finde ich sehr schön, ist mal so eine andere Erfahrung und ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze auch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!